Hallo und herzlich willkommen zum 13. Tag in Pineview Drive. Die letzte Nachricht hatte was mit Krähen zu tun und dass sie ziemlich zusammengerottet waren am Brunnen, ja. Deswegen. Raus! Raus hier! Ganz schnell raus! Ganz schnell raus! Guten Tag! Nein. Ich glaube, ich weiß, wo ich hingehe. Ich kenne Naruto und ich kenne Itachi. Von deinen Genjutsus lasse ich mich nicht täuschen. Wow. Okay. Wobei es wäre schlimmer gewesen, wenn wir es bei Nacht gehabt hätten. Ey, wir haben einen Schlüssel. Türensuche. Hallo. Guten Tag. Unten anfangen? Ich gehe mal zum Clown. Du hasst mich, oder? Nein, ich habe selber keinen Bock auf den Clown. Deswegen frühstücke ich das als erstes ab. Wie oft wirst du dann jetzt diesmal an ihm vorbeilaufen? Ich hoffe nur einmal. Was war das für ein Block? Weiß ich nicht. Das war die Speisekammer. Mach Tür zu. Achso. Hi. Hi. Da geht er draußen. Das war die Küche? Nein. Das war zu. Das habe ich festgestellt? Ja. Das war auch zu. Nein, bleibt zu. Da waren wir jetzt drin. Aber da war da nicht noch eine Tür drin? War da? Ja, Tatsache. Hier ist aber auch zu. Das Hüpf. Sieht nicht aus wie eine Blume. Das schöne Blümchen. Ganz schön. Okay. Da. Dazu. Dann gehen wir eine Tasche höher. Okay. Okay. Schatten? Schatten? Schatten, du bist ein Schatten, ne? Oh. Was? Ich sehe nichts. La. Und hoch hier. Warum halte ich mir die Nase zu? Damit du mich wahrscheinlich nicht so doll anatmest. Und zu Tode erschreckst wieder. Auch wenn ich jetzt ein Handtuch über habe. Gern geschehen. Ja. Okay. Okay. Gemälde. Zweimal das gleiche fragen. Oh, schick. Nee. Ja, fast. Aber die gleiche Frage. Ist das die aus dem Fernseher? Das ist Ist das Linda? Ich könnte beinahe sagen, es ist Linda, ne? Da hat sie rote Haare. Mhm. Hat er auch. Okay. Ja, so rotbräunlich. Ja. Ist hier was? Batterie, Schlüssel. Batterie. Ah! Skalpell? Was? Ist das ein Skalpell? Das da? Ja. Nee. Das ist, glaube ich, hier zum Malern. Die. Es gibt auch Skalpelle, die du dann. Ja, deswegen, ne? Guten Tag. So. Okay. Ich habe ein. Jetzt kommt's, wer Mario 64 kennt. Tic-Tac-Trauma. Tic-Tac-Trauma. Kennst du das? Ja. Das war die letzte Welt, in der mir alle 100 Münzen fehlten. Damals. Ja.
Hä? Du siehst nicht, bitte, also du siehst jetzt bitte keine Sachen, die ich nicht sehe. Nein, ich höre Dinge. Ich höre auch die ganze Zeit Dinge. Ich höre keine schönen Dinge. Ich meine, es war nur halb so gruselig, als das Licht noch ging. Aber so ein paar Lampen wären schon nice. Mhm. Ich weiß, wie du die. Hi. Der ist noch da. Nee. Ich gehe oben lang. Ich gehe jetzt nicht nochmal am Clown vorbei. Ach so. Wer jetzt hier was auf? Mich! Das ist ein Teezimmer. Ja. Die Seite habe ich gesehen. Cool. Na gut. Als ich gestern Nacht in die Küche ging, hatte ich das Gefühl, einen Fernseher zu hören. Aber es kann nicht sein, der Strom ist nach wie vor weg. Oh, den Fernseher hatten wir schon. Ja. Während des Stromausfalls. Der ist noch vorher, oder? Ja. Beim Stromausfall. Diese weibliche Stimme dabei war gerade sehr gruselig. Du hast auch dieses La gehört, gut. Ja. Hast du wieder deine Singstimme angestellt? Nein. Doch. Nee. Doch. Hast du? Ich? Ja. Okay. Deine wundervolle Singstimme, bei der sogar. Wunderbar. Bei der sogar Panzerglas sprengt. Dankeschön. Ich dich auch. Worüber hat er gerade geredet? Ey, ich habe Aufmerksamkeit. Fernseher, Küche. Er war in der Küche, hat den Fernseher gehört, obwohl der Strom aus war. Okay, dann gehen wir einmal zum Fernseher. Das war das Schachzimmer. Ich bin gut. Ich finde das cool. Obwohl das Haus so groß ist. Ja, so nach dem 1000. Mal weiß man es dann schon. Ja, nach dem 1000. Mal Sackgassen laufen, ich frag mich immer noch, warum deine Abstellkammer im Mikroskop steht. Warum nicht? Oh, guck mal, ich bin extra hier rumgelaufen, damit ich den Clown umlaufe. Da ist der Fernseher. Da ist die Fernbedienung. Hallo? Hi! Das ist eine Missgeburt. Na. Da liegen nur Streichhölzer daneben. Verbrenn es doch einfach. Jetzt sind da keine mehr. Da brennt immer noch nicht. Jetzt denkt er sich so, jetzt laufe ich ihm hinterher. Er hat meine Streichhölzer genommen. Hast da gerade auch diesen Hund knurren hören? Ja. Wo kam dieser Hund? Wo ist dieser Hund? Er ist draußen. Das hört sich an, als wenn er von draußen kommt. Das hört sich eher an, als ob der drinnen hinter dir ist. Mach keinen Scheiß. Und als ob der mit dir mitläuft, weißt du? Mach keinen Scheiß.
Ich höre ihn, der ist im Haus. Ja, nur wo? Oben in der Küche? Und Fernseher. Während ich in der Küche war. In der Küche. Hund! Holz, ne? Das ist, ja, okay. Anmachholz. Hey, Holz, was geht ab? Das ist das Uhrenzimmer? Ne, Schachzimmer. Das Geräusch kommt von hier. Ja, aber... Ich geh da nochmal runter. Irgendwie, weiß ich nicht. Vor allem, das war eben gerade die... Hat sich das gerade etwa so Gänsehaut? Ekelhaft im Rücken. Das erinnert mich an meinen Lehrer damals mit dem Edding auf dem Block. Ich kann mich gerade nicht bewegen! Das war ein Dobermann! Ich kann mich gerade nicht bewegen! Wo ist der Schlüssel? Hi, bye! Das war ein Dobermann! Ja, das war ein doofer Mann. Der war kopiert. Das ist hässlich. Ja, es sind halt alles ziemlich... ja, aber... Warte, Text. Was? Wir haben einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel, yay. Jetzt geht die Suche wieder los. Geil. Oh, aber siehst du, ich bin durch die Tür schon mal rausgegangen. Ja. Und das war einfach noch nicht die... Alter, sag nicht, das war einfach noch nicht die Zeit, um das zu triggern. Das kann doch aber nicht sein. Weil ich, man hat das Knurren schon gehört. Ja. Blöd. Ja. Da haben wir so viele Türen. Aber es sind nicht mehr allzu viele zu. Ja, das kommen dahinter ja nochmal welche. Wahrscheinlich. Guck mal, hier unten sind wir zum Beispiel komplett fertig. Mensch. Da ist zum Beispiel wieder irgendwo was umgefallen. Nach oben hatten wir jetzt das T-Zimmer, ne? Hier. Ja. Gut. Da brauchen wir nicht hoch, weil da haben wir alle Türen fertig. Dann brauchen wir hier in diesen Abschnitt gar nicht mehr zurückkehren. Mensch. Weil ich ganz unten ist noch eine Tür, die zu ist. Ganz unten neben unserem Schlafzimmer. Ja. Wer oder was kratzt da wo um? Keine Ahnung. Ich habe auch Angst, es herauszufinden. So, das war dann die Tür. Die ist zu. Er ist noch da. Ne, man sieht ihn. Okay. Huh. Ja, die Türen hatte ich schon, ich weiß. Aber ich muss ja die Türen jetzt ausprobieren. Küche?
Ah! Hi! Was bist du für ein Raum? Ja, auch, ja, auch nochmal so ein... Eine Lagerung. Ja. Da ist ein Brief. Zweimal Streichhölzer. Dreimal Streichhölzer. Einmal Streichhölzer, einmal Batterie. Linda und ich wollten uns den alten Friedhof ansehen, aber das Tor dorthin ist fest verschlossen. Oh, mach doch keine Possen mit mir. Tag 15. Wir sind bei der Hälfte angekommen. Yay. So. Tag 15, Minute 16. Ja, geht doch. Den Tag reißen wir noch ab. Okay. Dann wird die Folge wieder ein bisschen länger, oder nicht? Oh nein. Hm? Wir haben keine Schlüssel. Nee. Wir müssen irgendwas triggern. Und womit fängt der Mann am besten an? Mit dem Clown der Vogelscheuche. Die Musik ist sehr dafür. Er ist noch da. Wieso glauben wir eigentlich, dass der abhaut? Vielleicht ist das extra nur so gemacht. Dass man glaubt, dass der abhaut. Genau wie der da vorne. Ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so Klischee ist. Auch mal eine andere Frage. Hm. Wo war nochmal das Uhrenzimmer? Gute Frage. Irgendwo an dem Ende von einem Gang. Badlo. Nee. Nee. Das Bad. Wow. B-Zimmer. Das ist die Wir gehen einfach mal hier lang, hier waren wir schon lange nicht mehr. Ja, das glaube ich nicht. Hier ist da, wo die Leiche von dem Schatten, die Schatte vom Leichen hängt. Leiche vom Schatten. Aber auch an so einem Ende, glaube ich. Danke. Geht nicht. Das ist schön ins Kind. Wow! Oh. Meine Güte, ist das alles spannend hier. Mann, Mann, Mann. Ich mich jetzt nicht erschrocken habe. Ja, ist ja gut. Das war auch nicht die Absicht. Das ist hier ein Bär. Das hört sich an, als wenn sich ja Räume verschieben. Unter. Lag der Stein schon immer da? Ja. Hi. Steine verschieben. Deswegen kam ich gerade hier drauf, einmal hier rumzugehen.
fängt es auch an zu regnen wieder. Die Aliens kommen. Ja. Oh, guck mal. Der Mond. Hä? Lol. Ich habe die Macht des Mondes. Ey, ich bin Sailor Moon. Zunehmender Mond? Vollmond. Die Schritte auf dem linken Ohr ignoriere ich, weil ich gerade mit dem Mond beschäftigt bin. Aber schön, wie es nur aufs Haus regnet, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Ja, komm, aber das Spiel ist trotzdem ausreichend gruselig gemacht. So kleine Performance-Sachen und sowas kann ich völlig ignorieren, wenn das Spiel mich packt. Da ich ja selber nicht so eine Grafik-Ho bin. Nein, weil ich spiele ja auch gerne. Der ist weg! Der ist weg! Der. Ich habe einen Schlüssel. Wir können Türen öffnen. Der Clown ist weg. Wir können Türen öffnen. Der Clown ist weg. Ach was? Der Clown ist weg. Ja. Ja, das habe ich gesehen. Wo ist der hin? Ich weiß es nicht. Irgendwas bewegt sich hier im Haus. Au! Au! Nein! Aua! Bitte! Guck mal, da ist ein Schatten. Das ist ein Schatten, das ist kein Clown. Nein! Das ist nur ein Schatten. Das sind diese, die einen so Angst machen sollen. Und jetzt geht meine Batterie leer. Hast du mich jetzt? Ja. Oh! Eine Tür? Ah! Du darfst meinen Arm nicht so sehr bewegen, weil ansonsten, wenn ein Jumpscare kommt. Ja, versuche ich gerade aufzuheben. Das wäre zu schön gewesen, wenn es gleich die nächste Tür wäre. Ah, guck mal. Nuschel noch ein bisschen mehr, dann versteht man dich nämlich gar nicht mehr. Hi! Du? Ich versuche gerade mir selber Mut zu machen, deswegen bin ich gerade so ein bisschen. Hey! Telefon! Kann der Anruf sein? Hi! Guck mal, das ist hier ein Shortcut. Mhm. Du hast keine Schlüssel mehr. Ja, dann gehe ich in die Treppen hoch. Auf jeden Fall hört man dich. Ich sehe es gerade im Pegeln. Guten Tag. Chucky? Bist du das? Ah nee, wie hattest du ihn genannt? Gut, du weißt es nicht mehr. Walter oder so. Walter? Nee. Ja. War das ein Auto? Haben die gerade mein Auto weggeschmissen? Hätten die einen Brief? Auto durch! Nicht nach hinten gucken, nicht nach hinten gucken, nicht! Linda dachte, sie hätte gestern Nacht seltsame Lichter von draußen gesehen. Und ich glaube, es war nur der Leuchtturm von der Küste. Guck mal, wie schnell hell es wieder geworden ist, ne? Ja, ich meine, es ist ja auch dauernd 5 Uhr und der 16. Tag. Zudem ist wieder gewittert und wir eine Aufnahmepause machen werden, denn, das Pipi. Ihr habt gehört, die Frau muss dann mal sich die Nase pudern und ja, ich werde dann mal was trinken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye.